Eine schöne Botschaft, wo es noch gar nicht um Weihe geht, sondern nochmal darum, dass Maria unsere Mutter ist. Die habe ich vor kurzem gelesen, die gefällt mir so gut. Ihr könnt auf die Marienstatue schauen oder auch die Augen zumachen und euch Maria vorstellen. Sie spricht zu euch als eure Mutter. Botschaft vom 25. Oktober 96. Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, dass ihr euch Gott, dem Schöpfer, öffnet, sodass er euch ändert. Meine lieben Kinder, ihr seid mir lieb. Ich liebe euch alle und ich rufe euch auf, mir näher zu sein und dass eure Liebe zu meinem unbefleckten Herzen eifriger sei. Ich möchte euch erneuern und euch mit meinem Herzen zum Herzen Jesu führen, das noch heute für euch leidet und euch zur Bekehrung und Erneuerung aufruft. Durch euch möchte ich die Welt erneuern. Begreift, meine lieben Kinder, dass ihr heute das Salz der Erde und das Licht der Welt seid. Meine lieben Kinder, ich lade euch ein, ich liebe euch und flehe euch auf besondere Weise an. Bekehrt euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Also sie liebt uns alle, alle. Ich habe euch lieb. Ist das schön? Und ruft natürlich zur Bekehrung und hilft uns auch. Jetzt noch zwei Botschaften, die wo Fatima vorkommen. Von einer lese ich nur einen Teil vor. Das war 91, 25. August. Als hier Jugoslawien in einen Krieg zerfallen ist. Da hat sie zu einer Fastennovene aufgerufen, spricht aber auch von Fatima. Ich rufe euch zur Entsagung für 9 Tage auf, sodass mit eurer Hilfe alles verwirklicht werde, was ich durch die Geheimnisse, die ich in Fatima begonnen habe, verwirklichen möchte. Ich rufe euch, liebe Kinder, dass ihr jetzt die Wichtigkeit meines Kommens und den Ernst der Situation begreift. Ich will alle Seelen retten und sie Gott darbringen. Deshalb beten wir, dass ich alles gänzlich verwirkliche, was ich begonnen habe. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Botschaft vom 25. Januar diesen Jahres. Liebe Kinder, betet mit mir um den Frieden. Denn Satan will Krieg und Hass in den Herzen und Völkern. Deshalb betet und opfert eure Tage dem Fasten und der Buße, damit Gott euch Frieden gibt. Die Zukunft steht am Scheideweg, weil der moderne Mensch Gott nicht will. Deshalb steuert die Menschheit auf ihr Verderben zu. Ihr, meine lieben Kinder, seid meine Hoffnung. Betet mit mir, damit sich das, was ich in Fatima und hier begonnen habe, verwirklicht. Betet und bezeugt den Frieden in eurer Umgebung und seid Menschen des Friedens. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Also da ist es auch immer gut, die Botschaft ganz zu lesen, nicht nur zu hören, die Zukunft steht am Scheideweg, weil der moderne Mensch Gott nicht will. Deshalb steuert die Menschheit auf ihr Verderben zu. Also nicht bei dem Schrecklichen stehen bleiben, weil das geht weiter. Ihr wisst alle, der Prophet Jona, der musste verkündigen, in 40 Tagen wird Ninive zerstört. Und dann ist es nicht zerstört worden, weil die Menschen umgekehrt sind. Also wenn Gott so etwas sagt, dann ist das nur eine Warnung. Er möchte uns umkehren, er möchte alle Menschen retten. Er möchte, dass wir für die Sünder beten, sie nicht verurteilen. Er möchte alle retten. Und die Mutter Maria darf helfen, ist gesandt als Helferin, und wir dürfen helfen. Sie sagt, ihr meine Kinder seid meine Hoffnung. Ihr seid meine Hoffnung. Also wir dürfen mithelfen, indem wir den Frieden leben. Jetzt die letzte Botschaft, jetzt geht es nochmal um die Weihe. Die bekommt ihr dann mit, diese Botschaft vom 25. Oktober 88. Liebe Kinder, mein Ruf, dass ihr die Botschaften lebt, die ich euch gebe, ergeht täglich. Besonders, weil ich euch, meine lieben Kinder, näher zum Herzen Jesu führen möchte. Deshalb, meine lieben Kinder, rufe ich euch heute zur Weihe an meinen lieben Sohn auf.
damit jedes eurer Herzen ihm gehöre. Und dann rufe ich euch zur Weihe an mein unbeflecktes Herz auf. Ich wünsche, dass ihr euch persönlich, als Familie und als Pfarrei mir weiht, damit alles durch meine Hände Gott gehöre. Liebe Kinder, betet, damit ihr die Größe dieser Botschaft, die ich euch gebe, versteht. Ich wünsche nichts für mich, sondern alles für die Rettung eurer Seelen. Satan ist stark, deshalb, meine lieben Kinder, bindet euch durch beharrliches Gebet an mein mütterliches Herz. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid.